das 24. Otto-Straßenfest in Ottobrunn. Und die Caritas Mobile Werkstatt war dabei. Bereits um 11 Uhr war Hochbetrieb. Vor allem die Kinder haben unsere Attraktionen genossen. Glücksrad und einen schwebenden Wasserhahn, der das Wasser nahezu vom Himmel brachte. Die Kinder konnten Süßigkeiten gewinnen oder Kugelschreiber, wenn sie ein paar Quizfragen beantworten konnten. Aber jetzt, ja, jetzt kannst du mir den Boxen oder machst du einen Kugelschreiber? Du machst lieber sowas geben. Ja, aber ja, das haben wir. Ob du Glück hast. Jetzt hast du kein Glück, aber ja, du hast schon was gewonnen. Schau mal. Dann darfst du was aussehen. Ja? Was machst du? Das passt. Na, prima. Aber du bist ja gut hier, ha? Wir hatten unseren Glücksbringer dabei. Unseren Transporter, den wir zusammen mit dem Otterbrunner Tisch teilen. Unser Kollege Erwin Schaal hat sich etwas ausgedacht. Einen schwebenden Wasserhahn. Und die vielen Leute, die an unserem Messestand kamen, waren erstaunt, wie großartig und vielfältig das Angebot der Caritas ist. Gabriele Zapf von der Caritas im Südost gab Auskunft. Kann ich hier auch schon vorhin sein, weil es so schlecht. Tja, und die müden Bläser ziehen erstmal noch vorbei. Stumm. Mehrere tausend Besucher flanierten den ganzen Tag über an unserem Messestand vorbei und informierten sich. Für viele Besucher war neu, dass die mobile Werkstatt nicht nur Reparaturen vor Ort durchführt, sondern auch gebrauchte und noch gut erhaltene Geräte entgegennimmt, die wir dann entweder reparieren, prüfen und dann an Bedürftige weitergeben. Die Bedürftigen können nur bei der Caritas anrufen, also nicht bei uns direkt, sondern wir kriegen den Auftrag und arbeiten den dann. Da kriegen die das Gerät oder reparieren das. Ja. Manchmal sagt man, das ist schon nicht schlecht. Ich bin es gut erhalten. Und dann genau. Stellst du es neben den Sperrmüll aus und dann sind die Geier schon drauf, verstehst du? Und ja, werden das alles sinnvoll. Holen und alles gut. Ja, sehr ja, gut. Wir dürfen es auch gerne. So. Ja. Jetzt kommt der Mann im Experten. Das ist ein Aber für die Kinder war das Otto-Straßenfest ein Caritas-Festival mit Glücksrad. Oskar Wagner hat eine wunderbare Idee gehabt und aus einem alten Fahrradreifen ein Wunderwerk der Technik gestaltet. Zeitweise standen die Kinder Schlange. Unser Glücksrad war das einzige in der Autostraße und ein Kindermagnet. Jetzt haben wir zwar wieder nichts, aber sagen wir einfach Bing. So, Katharina jetzt. So, da drinnen. Ja! Dazu gab es Filme, Informationen,
Prospekte, Flyer. Und von allen Mitgliedern der mobilen Werkstatt und der Caritas sachkundige Informationen. Tja, für ein Gürtel am Radl drehen. Auch ältere Kinder waren sich nicht zu schade, es einmal auszuprobieren. Und wenn es BIM macht, gibt es eine kleine Süßigkeit. Das Grün ist zu Hause, ne? Sind wir verrückt. Und wenn du dann auf den roten Knopf drückst, ist er weg. Was ist jetzt gerade? Unser Messestand war jedenfalls unterm Strich betroffen ein voller Erfolg und wir konnten vielen Menschen viele Informationen geben, die sie bis dahin überhaupt noch nicht gewusst haben. Und dann haben wir doch noch reingeblasen bekommen. Sich die Musiker nicht verkneifen, den Caritas-Stand musizierend zu würdigen. Tausende von Menschen haben zur Kenntnis genommen, dass die Caritas nicht nur aus Frauen, sondern auch aus Männern besteht und dass ehrenamtliche Helfer sehr viel Gutes für Bedürftige leisten können. Das war unsere Botschaft und wir haben sie rübergebracht. Und wer Spenden hat, ruft einfach diese Telefonnummer an. Von Dienstag bis Freitag. Fahrräder, Elektrogeräte, Kleingeräte, neue Geräte, neuere Geräte wie Spülmaschinen oder Herde oder sonst irgendwas prüfen wir, ob sie reparierbar sind.